Okay, gut, dann starten wir auch schon. Alle, die jetzt noch reinkommen, ihr könnt euch einfach setzen, noch ist nicht viel passiert. Ich starte einfach mal ganz kurz mit einer Vorstellung. Ich bin der Jan, ihr habt mich vorhin ja schon beim Session Pitch gehört. Ich bin bei Rateboxes auch und deswegen habe ich auch das Thema heute gewählt, Beyond Page Speed, weil wir vor allen Dingen seit der Einarbeitung von Lighthouse in Google Page Speed Insights wieder einen großen Peak mitbekommen haben bei Kunden, die jetzt nur noch Google Page Speed Insights für ihre Seitenanalyse nutzen. Was ein super Tool ist, ich möchte auch gar nicht gegen Google Page Speed Insights bashen an der Stelle, aber ich werde es natürlich explizit vergleichen mit Webpage-Test und die Vorteile aufzeigen, die Webpage-Test hat an der Stelle. Das heißt, nicht falsch verstehen, das Tool, das macht einen super Job. Für den richtigen Anwendungsfall ist das optimal, um die Seite wirklich einmal sich anzuschauen und zu gucken, wo kann ich noch dran drehen. Aber gerade wenn man auch wissen möchte, wie schnell lädt die Seite eigentlich und wie schnell lädt die Seite in bestimmten Kontexten, ist es nicht das optimale Tool. Und es macht auf jeden Fall Sinn, sich mal mit Webpage-Tests auseinanderzusetzen, auch wenn es hässlich wie die Nacht ist, aber es funktioniert. Und vor allen Dingen hat da tatsächlich auch noch, Google nimmt aus diesem Test auch viele Ergebnisse raus und nutzt auch Webpage-Test für andere Testergebnisse. Zum Beispiel das mittlerweile nicht mehr verfügbare Google Test My Site für die mobile Optimierung hat auch komplett auf webpagetest.org aufgebaut. Ne? Das heißt, ich verarbeite hier vor allen Dingen die Erfahrung, die ich auch aus dem Hosting-Support von uns gesammelt habe. Und das wird es auch so ein bisschen sein. Das heißt, ich gehe quasi dieselbe Schiene und mache einmal, was sind die Unterschiede, warum kann man Webpage-Test an der Stelle vielleicht besser nutzen, um die Seite noch tatsächlich schneller zu machen und nicht nur das Ranking zu verbessern. Ich habe auch schon netterweise eine Seite bekommen, die ich testen darf. Vielen Dank dafür nochmal. Das ist die ruhe24.de. Die zeige ich hier einmal ganz kurz, dass wir wissen, um was es geht. Kann ich auch einmal ganz kurz runterscrollen. Das ist auch sehr schön, weil wir tatsächlich sehr viel Bereich unter dem eigentlichen Above the Fold haben. Das heißt, das ist tatsächlich ein schöner Case, den man sich angucken kann. Wer von euch hat denn seine Seite mit dem neuen Google Page Speed Insights schon mal analysiert und sich auch nach diesem Punktewerting und vor allen Dingen nach den Vorschlägen, die es macht, gerichtet an der Stelle, um die Seite zu optimieren? Okay, das sind wenige. Das ist ganz gut, weil dann können wir eigentlich einfach mal mit Google Page Speed Insights anfangen und einmal ganz kurz drauf schauen, was das Tool eigentlich bringt. Dabei springe ich direkt mal in die Ergebnisse, weil tatsächlich ist die Maske relativ selbsterklärend. Ihr hackt einfach eure URL bzw. die Domain ein und bekommt dann das Testergebnis, was Google ausgibt für diese Seite. Da ist einiges mit drin. Früher sah das wesentlich leaner aus an der Stelle. Und ist natürlich jetzt ein erschreckendes Ranking, aber keine Angst. Das ist sehr gut, dass das so aussieht tatsächlich für meinen Case, den ich machen möchte. Und so sehen die Ergebnisse ungefähr aus davon. Das heißt, man bekommt mindestens immer eine Punktewertung von Google Page Speed Insights und man bekommt hier unten die sogenannten Lab-Daten. Das sind tatsächlich Messwerte, die sich auf die Ladezeit beziehen. Und es gibt natürlich dann auch noch die Optimierungsvorschläge, das sind dann die Empfehlungen hier weiter unten. Und da listet Google auf, was könnt ihr tun, damit die Seite schneller lädt und dass der Nutzer dann eben auch schneller das Gefühl hat, mit der Seite interagieren zu können an der Stelle. Weil das ist immer der relevante Punkt, wenn es um Ladezeit geht, dann geht es ja immer darum, was empfindet der Besucher eurer Seite, wenn er auf die Seite geht. Und das optimale Empfinden ist natürlich, zack, die Seite ist da und ich kann direkt damit interagieren. Deswegen ist dieses Ergebnis auch so schön, obwohl es sehr viel Rot hat an der Stelle, weil das ein wichtiger Unterschied ist, den man auch verstehen sollte, wenn man mit zwei unterschiedlichen Tools arbeitet, gerade auch mit Google Page Speed Insights und mit einem, ich nenne es immer gerne, mit einem echten Ladezeit-Tool, dass die beiden Sachen nicht korrelieren. Das heißt, dieser Score, den ihr hier seht, der ist kein Indikator dafür, wie schnell die Seite tatsächlich lädt. Es gibt also keine direkte Korrelation in die eine oder andere Richtung, sondern es ist eher so ein Hint, Google hat noch sehr, sehr viel Optimierungspotenzial gefunden. Ob die immer Sinn machen, diese Vorschläge, steht auf einem anderen Blatt. Da möchte ich auch gar nicht mit anfangen. Es sei nur am Rande gesagt, es gibt manche Optimierungsmaßnahmen von Google, die machen nicht immer Sinn. Die müssen auch nicht immer stimmen, deswegen sollte man die durchaus kritisch prüfen. Aber wie gesagt, viele Empfehlungen machen sehr viel Sinn und man sollte sich das auf jeden Fall auch mal en Detail anschauen. Das haben wir jetzt gesehen, was hierbei rauskommt. Jetzt könnte man denken, die Seite müsste noch massiv optimiert werden, damit dieses Erlebnis des Kunden tatsächlich gut ist. Ich habe die Seite jetzt gerade schon zum ersten Mal aufgerufen und auch ungecached war die tatsächlich schon schnell da. Ich mache es jetzt zu Demonstrationszwecken einfach nochmal ganz kurz. Und zwar auch ungecached. Und dann
können wir einmal sehen, wie schnell das Ding da ist. Und das hat gar nicht so dramatisch lang gedauert tatsächlich. Man sieht das Nachladen, das verzögert hier die Browser-Reported Load-Time an der Stelle. Und ich gehe jetzt mal ganz stark davon aus, dass das auch der Grund ist, warum Google PageSpeed Insights hier so rote Werte ausgibt an der Stelle. Die Seite ist jetzt nicht zwingend langsam oder schlecht, aber diese Browser-Reported Load-Time ist natürlich fürchterlich, deswegen ist sie auch rot. Und man könnte jetzt denken, oh Gott, die Seite ist gar nicht zu benutzen. Stimmt aber im Endeffekt nicht. Wir haben es ja auch gesehen, wenn man sich jetzt auch hoppala, hier einmal durchklickt an der Stelle, sieht man, der ist sofort da, der Beitrag. Also da habe ich als Nutzer nicht das Gefühl, oh Gott, jetzt will ich unbedingt den Content lesen, aber er kommt einfach nicht und kommt einfach nicht, sondern es liegt jetzt daran, wie die Seite rendert, dass dieser Wert so schlecht ist. Und deswegen ist es nämlich nicht nur wichtig, dass man sich die Ladezeit an sich anschaut, sondern auch, welche Ladezeit man sich anschaut. Und da kommt jetzt Google PageSpeed Insights ins Spiel, weil dieses Ding gibt einem nämlich wirklich alles aus, was man sich wünschen kann an Ladezeiten, also die berühmte Time-to-First-Byte, die Rendering-Start- und Endpunkte und ganz viele bunte Balken und Striche, an denen man sich dann orientieren kann und die man nutzen kann, um seine Seite zu verbessern. Ich mache einmal einen kurzen Sprung und zeige euch mal, wie das so aussehen kann an der Stelle. So sieht so ein typisches Ergebnis aus von Webpage-Test. Man bekommt so ein Wasserfalldiagramm. Leider, ich habe es schon gesagt, das ist recht hässlich tatsächlich, das Testtool. Das heißt, da hat man, ist zwar sehr bunt, aber es ist doch sehr viel. Auch die Darstellungsvariante mit diesem Wasserfalldiagramm, die ist zwar sehr übersichtlich, aber man muss sich erstmal reinfuchsen, dass man es versteht. Und selbst wenn man dann drin ist, auch dann ist hier einfach super viele Zahlen, sieht man, super viele Benchmarks. Und wenn man nicht weiß, worauf man achten muss, dann verliert man sich schnell. Deswegen gehen wir jetzt erstmal noch einen Schritt zurück. Dann schauen uns nicht direkt die Messergebnisse, sondern erstmal das Tool selber an der Stelle. Wie gesagt, früher war das mal ein Yahoo-Tool, glaube ich, und wurde dann von Google übernommen an der Stelle, wird jetzt auch weiter betreut von denen. Und das funktioniert ähnlich, wenn ihr vielleicht schon mal mit Pingdom oder mit GTmetrix gearbeitet habt, das funktioniert im Grunde ähnlich. Ihr habt auch wieder hier euren URL-Schlitz, wo ihr halt eben eure URLs eingeben könnt, die ihr testen möchtet. Dann klickt ihr auf Start und dann spuckt ihr euch Ergebnisse aus. Die Herausforderung bei diesem Tool ist aber, dass man schon vor dem eigentlichen Test die richtigen Einstellungen vornimmt. Noch ein ganz kurzer Hinweis an der Stelle. Ich habe noch Folien zu der Session. Die habe ich nur jetzt tatsächlich nicht vorlegen, weil ich die nicht mehr aktualisieren konnte. Wenn es jemanden interessiert über die Rateboxes Twitter-Handle, werde ich das auch nochmal zur Verfügung stellen in aktualisierter Form nach dem WordCamp. Okay, das werde ich auch mit dem entsprechenden Hashtag dann versehen. Das heißt, wer sucht, der findet dann auch an der Stelle. Wenn ihr so eine komplexere Maske schon mal gesehen habt, dann wisst ihr im Prinzip, gibt es drei wichtige Bereiche, auf die man sich jetzt konzentrieren muss. Das ist einmal der Serverstandort, über den man testen möchte. Das ist die Geschwindigkeit, die Bandbreite, die man simulieren möchte. Und das ist die Anzahl der Tests, die man fahren möchte. Das geht hier bei Webpage-Tests geht das sehr, sehr schön über schlicht ein paar Einstellungen an der Stelle. Ihr könnt das hier mal sehen. Man hat x Test-Locations zur Auswahl, was super ist, weil so könnt ihr für eure Zielgruppe den besten Server einstellen. Für die allermeisten ist das einfach ein deutscher Serverstandort. Also ein brasilianischer Server oder auch einer in Paris, der ist selten in irgendeiner Form wirklich praxisrelevant. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr. Und das ist halt sehr, sehr attraktiv an der Stelle. Sie haben auch teilweise, ich sehe das zum Beispiel bei Frankfurt, da habt ihr auch mehrere Standorte und auch nochmal einen exotischen Standort, jetzt hier Falkenstein bei Nürnberg zum Beispiel. Das heißt, sollten die Tester mal voll sein, habt ihr auch Ausweichpotenzial an der Stelle. Und das ist erstmal relevant, um den Nutzeraufruf möglichst präzise simulieren zu können an der Stelle. Wenn ihr jetzt einen Überseeserver nehmt, wie das beispielsweise bei Pingdom früher noch der Fall war, die haben jetzt auch viel mehr Testserver, aber früher war das mal der Fall, hat man immer mit einem New Yorker Server getestet, da habt ihr einfach eine fürchterlich lange Time to First Byte. Die müsst ihr dann erstmal nochmal rausrechnen, bevor ihr überhaupt euch die Seite anschauen könnt. Deswegen ist dieser Serverstandort hier so wichtig. Die Bandbreite, das ist ein cooles Tool, oder Connection heißt es bei Webpage-Test, um eine mobile Verbindung zu simulieren, weil es da eben nicht nur darum geht, die Seite dann mobil optimiert darzustellen, sondern auch über eine mehr oder weniger realistische mobile Geschwindigkeit. Der Erfahrung nach ist, was ihr hier so an 4G und LTE einstellen könnt, ungefähr vergleichbar mit dieser Cable-Geschichte
Ehrlicherweise lasse ich das immer auf Cable stehen. Ich spiele damit nicht viel rum, einfach nur damit ich so eine Baseline habe, an der ich mich orientieren kann. Es geht ja immer darum, dass man versucht, die Realität so gut wie möglich abzubilden und solche Sachen ist halt sehr dynamisch, sagen wir es mal so, vor allen Dingen in Deutschland. Und jetzt kommt noch eine Geschichte, die tatsächlich super interessant ist, weil die andere Testtools in der Form überhaupt nicht anbieten, sondern das macht wirklich nur Webpage-Tests. Wenn ich falsch liege, korrigiert mich bitte, aber bisher habe ich es noch nicht gesehen, die Anzahl der Tests. Und das ist eine sehr, sehr coole Geschichte, dass ich auch immer den Leuten rate, wenn sie mich fragen, wie soll ich denn testen? Ja, nimm am besten einen Webpage-Test und mach auch mehrere Tests. Warum? Wenn ihr nur einmal testet, dann kann es sein, dass ihr ein Ausreißer misst. Das heißt, da sind dann unter Umständen fürchterliche Ladezeiten drin, aber das war ein einmaliges Event. Oder da sind gerade besonders viele Hits auf die Seite gekommen und das ist gar nicht repräsentativ. Mit Webpage-Test mache ich hier einfach 5 Tests hintereinander, bekomme natürlich auch die 5-fache Menge an Daten, kann ich aber später dann aggregieren und kann mir einen Mittelwert ausrechnen lassen. Und wenn ich dann einen Ausreißer drin habe, ist das nicht mehr so dramatisch und ich kann ihn vor allen Dingen sehen. Das schafft auch nochmal viel Sicherheit, darin zu verstehen, was die Seite macht. Ich habe häufig Leute bei mir im Support, die sagen, ah, jetzt habe ich aber schon wieder so schlechte Werte und gestern war das noch viel besser. Und genau diesen Wert kann man super darüber antizipieren, wenn man mehrere Tests hintereinander macht, weil man dann einfach mal sieht, okay, die Seite verhält sich im Schnitt eher so und nicht so. Auch das, es kam gerade der Kommentar aus dem Publikum, dass gerade bei Shared Hosting auch entscheidend ist, dass man unterschiedliche Tageszeiten antestet. Das lässt sich jetzt tatsächlich mit der Standardmaske in dem Fall nicht aussteuern. Da muss man sich dann wirklich hinsetzen und sagen, ich mache mal einen mittags, morgens und abends beispielsweise, weil man einfach auch nicht, man weiß ja nicht, mit wem man noch einen Server sich teilt und es kann tatsächlich sein, dass man mit Seiten auf dem Server ist, die morgens extreme Last haben und abends. Ja, Tobias? Weil das Cloud-Hosting ist halt auch in der Praxis gesehen ein Shared-Hosting. Man hat mehrere V-Server auf dem Wirtsystem und das kann auch bei gewissen Anbietern, gerade bei den Anbietern, die das als einen günstigen Preis anbieten, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass sie das sehr überbuchen und dementsprechend raten die Tests zu mehreren Tageszeiten halt bei allen Infrastrukturarten, außer man hat eine dedizierte Umgebung. Ja, ich fasse es nochmal ganz kurz zusammen, dann die nächste können wir dann mit dem Handmikro machen. Das war nochmal die Aussage aus dem Publikum gerade, dass das nicht nur beim Shared Hosting, sondern auch bei Cloud-Infrastrukturen wichtig ist. Wenn man nicht einen eigenen dedizierten Server hat, dann sollte man auf jeden Fall auch mal zu unterschiedlichen Tages-, Nacht-, wie auch immer Zeiten gucken. Und natürlich, je nachdem, auf welcher Infrastruktur man sich bewegt, kann auch die Zeitverschiebung hier unter Umständen eine Rolle spielen. Da ist die Erfahrung, man muss tatsächlich sich auch ein bisschen damit beschäftigen und unter Umständen ein bisschen rumspielen. Das hilft auch schon viel. Das ist aber auch ganz gut, wenn die Tests dann viele Ergebnisse liefern, weil dann hat man, wenn man wirklich wissen möchte, was passiert, auch wirklich einen Anreiz, dann mal in die Tiefe zu gehen und nachzuschauen und rumzuspielen mit den Tools. Okay, noch eine Sache, die ich auch immer sehr interessant finde, ist hier unten diese Zeile, dieser Repeat View, weil der eben auch das Caching antizipiert, was nicht nur auf dem Server, sondern auch im Browser stattfindet. Das heißt, wenn ihr hier diesen First and Repeat View einstellt und nicht nur den First View Only, dann habt ihr quasi eine Simulation des erneuten Aufrufs mit gefülltem Browser-Cache. Auch das wieder super interessant zu wissen, weil ihr werdet gleich sehen, die Werte können sich teilweise massiv unterscheiden an der Stelle. Jetzt nehmen wir mal an, wir haben das alles eingestellt und starten unseren Test jetzt. Dann wird es ein bisschen dauern, weil diese Werte erstmal durchlaufen müssen. Und dann bekommt ihr diese Zahlenwüste hier quasi. Da würde ich raten, ich mache jetzt mal einen kurzen Überblick darüber, was es bedeutet. Ich wollte ja eigentlich in die Ladezeit reingehen, deswegen es war jetzt sehr viel strukturelles Vorgeplänkel. Wenn ihr Interesse habt, macht einfach mal, nehmt eure eigene Seite her und guckt euch wirklich mal an, was ihr in den einzelnen Bereichen findet. Ich gehe jetzt mal nur auf die 3 wichtigsten ein. Und zwar ist das einmal die Summary, also das, was ihr bekommt, wenn ihr wirklich den Test dann durchgezogen habt. Das sind alle Testläufe einmal dargestellt mit dem Wasserfalldiagramm, der Ladezeit und so weiter und so fort. Und hier oben findet ihr einmal eine zufällig zusammengestellte Übersicht. Beziehungsweise, ich glaube, sie ist gar nicht zufällig, sondern es ist der beste und der niedrigste Run. Es ist, glaube ich, es ist ganz wichtig, es ist nicht der Durchschnitt. Es ist auch kein Median, sondern ihr seht da vorne, an der Stelle seht ihr, dass das der First View von Run 2 ist und der Repeated View von Run 1 an der Stelle. Der ist super für den Überblick, weil da könnt ihr wirklich mal gucken, okay, diese Daten habe ich jetzt und diesen Datensatz schnappe ich mir jetzt und gucke mir den einmal auch im Detail an. Dann gibt es nämlich noch
den Waterfall-View in den Details. Da ist es wirklich für einen Run, für den First oder für den Repeated View. Und da könnt ihr euch das wirklich im Detail anschauen. Da werden auch wirklich nur die Werte für diesen einen Run ausgegeben an der Stelle. Und dann gibt es noch meine persönliche Lieblingsansicht, die geplottete Ansicht. Und da steckt jetzt das Schöne mit diesen Mittelwerten drin. Wenn das nämlich klickt, dann wird es noch hässlicher, aber ihr bekommt noch coolere Werte ausgegeben, weil jetzt bekommt ihr tatsächlich einen Boxplot mit den einzelnen Messpunkten. Ich mache einmal ganz kurz noch die Einstellung. Und jetzt habt ihr, wenn ihr euch die Loadtime anschaut, die Loadtime ist immer die Zeit, die Seite braucht, bis nicht der Browser, aber in dem Fall der Test sagt, jetzt ist sie fertig gerendert und jetzt hat der Kunde quasi, beziehungsweise der Nutzer das Gefühl, das Ding ist fertig, jetzt kann ich damit endlich interagieren. Das heißt, das Ding ist quasi so das, was man als die Ladezeit wahrnehmen könnte. An der Stelle ist es nur einer der Werte, aber es ist mit einer der interessantesten. Und ihr seht das in diesem Boxplot, habt ihr jetzt für die roten und für die grünen jeweils 3 Punkte und könnt hier richtig schön sehen, die sind alle auf einer Linie, das heißt, wir haben keinen Ausreißer drin. Die Seite wird also wahrscheinlich auch, wenn ich das Ganze 100, 100.000, 1 Million Mal mache, immer ungefähr diesen Wert ausgeben. Und das ist halt eben das Schöne an diesen Mittelwerten. Und die Werte, die ihr oben habt, sind jetzt auch Mittelwerte und keine Einzelwerte mehr. Das heißt, ihr habt hier das arithmetische Mittel, den Median, wen es interessiert, auch noch die Standardabweichung und die Perzentile. Aber kann man eigentlich ignorieren, wenn man nicht wirklich in die Tiefe gehen möchte. Das kann Webpage-Test an der Stelle. Das heißt, so nutzt man das Tool, um hier wirklich nicht schöne, aber gute Werte zu bekommen. Und jetzt ist ja das Interessante, welche Werte wollen wir uns überhaupt anschauen, damit wir wissen, wie schnell lädt die Seite eigentlich? Welche Zeitwerte kann man sich hier schnappen, um einmal zu sehen, wie sich die Seite eigentlich verhält? Und dafür wechsle ich jetzt nochmal in diesen Waterfall-View zurück. Also nicht irritieren lassen, das sieht jetzt anders aus. Aber da ist die Darstellung sehr, sehr schön. Ich muss ein bisschen scrollen, damit ich die farbigen Balken bekomme, weil das sind nämlich die wichtigen. Webpage-Test gibt hier, wie gesagt, eine Vielzahl von Messwerten aus, die auch wirklich viel über die Seite aussagen. Das Wichtigste an der ganzen Stelle und die erste Kennzahl ist tatsächlich auch die Time-to-First-Byte. Die Time-to-First-Byte ist das, wo ihr am nächsten an die eigentliche Server-Response-Zeit rankommt. Die Seite hat einen Einfluss auf die Time-to-First-Byte, also die Plugins und die Themes, die ihr installiert habt, werden diesen Wert verzögern, aber wenn der Server gut ist, dann wird der diesen Wert auch verringern an der Stelle. Ja? Die Time-to-First-Byte, die findet ihr immer unter diesem jeweiligen Punkt, wird euch auch in der Aggregation entsprechend ausgegeben und dieser Wert von 209 Millisekunden ist sehr, sehr gut. Der wird auch von keinem anderen Test in der Form irgendwie bemängelt werden, sondern das ist tatsächlich ein sehr, sehr guter Wert. Also das zeigt sich, da ist der Server richtig fix. Wenn wir jetzt eine andere Testlocation ausgewählt hätten, zum Beispiel New York, dann würde dieses Ding ganz anders aussehen, weil dann eben erst die Kommunikation zwischen diesen beiden geografisch sehr weit voneinander entfernten Servern stattfinden müsste und dann würde sich dieser Wert verzögern. Möchtest du direkt einen Kommentar oder möchtest du eine Frage stellen? Ich habe es noch nie getestet von einem anderen Standort. Ist das an? Hallo, 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 Test. Jetzt ist jetzt bin ich da. Ich habe es noch nie getestet von einem anderen Standort, aber wir haben ja vor dem Projekt Cloudflare laufen. Insofern könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht auch von woanders gar nicht so viel schlechter aussieht. Das wäre zumindest das Ziel, genau. Ja. Man wird dann auch, nehmen wir jetzt mal an, da wäre kein CDN davor geschaltet und es würde nachträglich davor geschaltet, würde man den Effekt auch sehen dann an der Stelle. Das ist dann auch die Erfolgsmessung dafür, okay, hat das was gebracht oder hat das nichts gebracht, zumindest bezüglich dieser Response-Time. Dann gibt es noch diesen zweiten Wert, diesen Start Render. Der wird jetzt auch endlich hier als schöne farbige Linie angezeigt. Und zwar ist diese dunkelgrüne, ich versuche mal ein bisschen dran zu zoomen. So, diese hier, die dunkelgrüne ist das nämlich. Dieser Wert, der zieht sich auch durch das gesamte Wasserfalldiagramm und der sagt im Grunde, nach diesem Wert oder so lange dauert es, bis hier was passiert auf der Seite. Das heißt, das ist so die Zeit, wo der Screen weiß bleibt und wo der Kunde bzw. Nutzer dann davor sitzt und sich denkt, ja, und jetzt? Ne? Und Ziel ist natürlich, diesen Wert so weit wie möglich nach links zu bekommen, weil das bedeutet, es dauert nur sehr kurz, bis der Nutzer wirklich was sieht. Und 700 Millisekunden, so hoch ist der Wert in diesem Fall,
Das ist auch so eine Zeit, das kriegt man nicht mit. Also ob das jetzt eine halbe Sekunde, eine dreiviertel Sekunde oder eine Sekunde ist, man merkt es vielleicht unterbewusst, aber 700 Millisekunden, das ist im Prinzip sofort was da, da hat man sofort das Gefühl, dass was getan wird. Wenn dieser Wert fürchterlich weit rechts liegt, also es lange dauert, dann kann es tatsächlich sein, dass die Leute abspringen, weil sie sagen, ja, tut sich jetzt dann noch was? Kriege ich noch irgendwas zu sehen, mit dem ich arbeiten kann? Im Optimalfall natürlich ja, aber sie wissen es halt nicht und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute abspringen, dann doch deutlich höher. Da kommen dann diese berühmten Zahlen, die wir kennen von Amazon und Google, die sie getestet haben. Ich habe sie gar nicht mehr im Kopf. Jede Sekunde erhöht das Absprungrisiko um 17% oder wie sie auch immer war. Ne? Ihr wisst alle, wovon ich rede. Und wenn nicht, dann einfach mal nachgoogeln. Google hat da sehr schöne Case Studies aufgebaut. Übrigens stammen die Google Case Studies zu großen Teilen auch aus den Tests, die hier mitgefahren werden. Das heißt, wenn ihr hier Tests fahrt, dann sorgt ihr auch dafür, dass Google eine größere Datenbasis bekommt, um diese Benchmarks dann einzubauen. Nur so am Rande. Jo, und dann habt ihr noch, nehmen wir vielleicht nur noch eine, diese Document Complete oder Load Time. Das hat zwei Begriffe in dem Fall leider. Das ist dann im Prinzip das, wo man sagen kann, jetzt ist die Seite fertig geladen. Auch in diesem Fall, das ist super, dass wir den jetzt haben, können wir einmal zeigen, warum dieser Wert nicht zwingend das ist, was wir jetzt erlebt haben auf der Seite, sondern warum es wichtig ist, auch wenn man diese Werte hat, einmal in das Wasserfallendiagramm zu gucken, weil das Ding ist nämlich eine wahre Goldmine an Informationen über eure Seite. Wenn ihr wisst, wie ihr das Teil lest, dann könnt ihr nämlich auch verstehen, okay, stimmen jetzt die hohen Zahlen oder muss ich das unter Umständen noch um weitere Insights befruchten an der Stelle. In dem Wasserfalldiagramm seht ihr alle Requests, die eure Seite macht. Und zwar von oben nach unten chronologisch. Jeder, der schon mal im Network View vom Browser war, kennt das Ding auch. Ist halt nur anders dargestellt. Zugegeben ist es ein bisschen hässlicher als bei der Entwicklerkonsole, aber es ist schöner, weil man durchscrollen kann und nicht immer nur diesen winzigen Ausschnitt hat. Jetzt könnt ihr damit im Prinzip alles machen. Ihr könnt da auf den... Bitte? Alles gut? Okay, sorry. Dann habe ich Geister gehört. ihr könnt also auf die einzelnen Requests draufklicken, könnt euch anschauen, was wird hier eigentlich gerade gerendert an der Stelle. Könnt ihr massig in die Tiefe gehen, aber im Prinzip ist für die ersten paar Male, wo ihr mit dem Ding umgeht, im Prinzip interessant, wo ist der Bauch? Wo findet das längste, das größte Rendering statt? Das heißt hier, das ist eher so eine P-Form an der Stelle. Das heißt, ihr seht hier, dass ich mache das mal noch einen Tacken größer. Nachdem es anfängt zu rendern, kommen im Prinzip so Kleinigkeiten. Hier sind ein paar Stylesheets drin. Dann kommt noch ein externes Stylesheet hier von Google Fonts und danach geht es an die Bilder. Und deswegen ist auch dieses Ladegefühl auf der Seite nicht 7,8 Sekunden oder was es hier war, sondern wesentlich schneller, weil hier schon nach ja, ziemlich genau 700 Millisekunden, 600 Millisekunden schon Bilder anfangen zu laden. Das heißt, die Seite fühlt sich schneller an, weil der Above-the-Fold-Bereich sofort da ist. Und das kann man hier eben sehr schön sehen. Die ersten Bilder kommen und dann ist sie für den Kunden erstmal, für den Nutzer erstmal fertig an der Stelle. Und dann ist der Rest ist jetzt quasi technische Legacy. Die muss auch noch nachgeladen werden, aber das ist jetzt in dem Fall so gut optimiert, dass man sagen kann, okay, aber ich kann sie schon nutzen. Und ich kann dann auch schon klicken und als Nutzer auch schon direkt loslegen mit dem Lesen. Das geht jetzt im Prinzip auch immer so weiter. Ihr seht jetzt die restlichen Ressourcen hier. An der Farbe könnt ihr immer erkennen, was für eine Ressource es ist. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel sehen, dass hier ganz viel JavaScript kommt. Und zwar ziemlich genau bei diesem Start-Render-Event. Dann kommen noch ein paar Schriften extern, noch ein bisschen externes JavaScript. Und dann passiert gefühlt erstmal ganz lange nichts. Das liegt daran, dass die Requests hier oben diesen blauen Balken bestimmen und nicht die weiter unten. Und dann wird noch ein bisschen was nachgeladen hier an der Stelle und dann ist die Seite aufgebaut. Ja? Und mit diesen Werten könnt ihr euch jetzt sehr, sehr schön anschauen, wie eure Seite über dieses PageSpeed-Ranking hinaus funktioniert. Und wenn ihr jetzt die Kombination macht zwischen Webpage-Test und Google PageSpeed Insights, dann könnt ihr auch sehen, machen denn die Vorschläge eigentlich Sinn, die Google PageSpeed Insights mir hier gibt. Wenn ich also sehe, die Seite ist im Above-the-Fold-Bereich super optimiert, ist sofort da, lädt zwar technisch gesehen länger, okay, aber das passt, dann muss man nicht mehr groß ansetzen mit der Optimierung, wenn man dieses Optimierungsprinzip über alle Seiten hinwegziehen kann. Wenn man jetzt aber sagt, okay, ich habe tatsächlich ein Geschwindigkeitsproblem,
dann macht es natürlich Sinn, hier wirklich in die Tiefe zu gehen und auch versuchen, jeden einzelnen Kennwert entsprechend zu optimieren. So, ich habe bis 25 Minuten habe ich jetzt. Ne? Das waren jetzt im Prinzip so mal die Grundwerte, wie funktioniert ganz, ganz grob Webpage-Test und wie kann man es benutzen, auch die Ergebnisse, um einmal sich die Seite anzugucken. Und jetzt würde ich sagen, können wir einfach nochmal in Fragen reingehen oder auch in Erfahrungen, wenn ihr schon ein besseres Tool genutzt habt oder mit einem anderen Tool bessere Erfahrungen gemacht habt, weil es schöner ist, weil es übersichtlicher ist, weil es irgendwas besser kann. Jetzt wäre die Gelegenheit. Was ist dieser Start-Rendering-Punkt? Hi, was ist der Start-Rendering-Punkt? Du meinst, was er bedeutet? Oder genau, also das ist im Prinzip der Bereich, wo sichtbares Rendering auf der Seite stattfindet. Das heißt, ab dann werden beispielsweise Bilder sichtbar geladen. Jetzt ist der relativ kurz und das ist auch schon gecached. Aber wir können es ja einmal probieren. Ja, man hat es jetzt nicht gesehen, aber im Prinzip, als es neu aufgeploppt ist, da war irgendwo der Start-Render-Bereich. Je nachdem, was hier auch passiert, kann es natürlich zu relativ unschönen Effekten kommen. Wenn zum Beispiel eine Schrift nachgeladen wird, lange nach dem Start-Render, dann habt ihr diesen typischen Fontsprung drin. Und solche Sachen sieht man übrigens dann auch sehr schön im Wasserfalldiagramm. Das Mikrofon einmal bitte nach hinten geben. Test? Okay. folgende Frage, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, heißt es, dass dieser Webpage-Test unterschiedliche Werte geben kann zu einem Google Page Speed? Oder habe ich das falsch verstanden? Genau, richtig. Beziehungsweise alle Tests beziehen sich immer auf dieselben Werte. Also auch ein Pingdom wird dir dieselben Werte mehr oder weniger ausgeben und auch Google Page Speed Insights bezieht sich da schon irgendwie drauf. Der große Unterschied, warum die Ergebnisse teilweise so unterschiedlich sind, sind halt die Messparameter. Also das, was wir am Anfang gemacht haben. Wenn du die auf deinen Fall richtig einstellst, dann bekommst du unter Umständen ganz andere Ergebnisse als mit Google Page Speed Insights an der Stelle. Also das Wie ist da entscheidender als das Was. Okay, gehen wir mal davon aus, die Wie-Werte sind fast identisch. Mhm. Und Google sagt mir, okay, du hast eine Ladezeit von, 3 Sekunden. Ist Mist sozusagen. PageSpeed sagt mir aber, hey, du hast so gesehen, was für dich relevant ist, hast eine Ladezeit von, ist auch nicht optimal, aber 1,5 Sekunden, sag ich mal. Ist besser. Wie kann ich das aber dann, oder worauf sollte ich achten, es dann entsprechend so zu optimieren, dass auch Google mir sagt, yo, ist in Ordnung, weil, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, geht ja diese Ladezeit ja auch mittlerweile ins Ranking rein. So. Perfekte Frage, weil genau das kommt immer als Anschlussfrage, wenn ich dann das, was ich euch gerade erzählt habe, versuche, einem Kunden zu erklären und ja, dann musst du dich mal reinfuchsen und dann machen die das hoffentlich auch. Und dann ist das meistens die erste Frage, die kommt. Jetzt habe ich aber 3 Tools benutzt und ich habe 3-mal unterschiedliche Werte. Es ist ein bisschen schwierig, tatsächlich kann man die Tools nicht zwingend direkt miteinander vergleichen, sondern nur untereinander vergleichen. Das heißt auch, dass du dir im Prinzip einen richtungsweisenden Indikator hier aussuchen musst, an dem du dich orientierst. Wenn du also sagst, ich richte mich zum Beispiel nach der Webpage-Testzeit, dann bleib dabei, nimm das als primäre Optimierungskennzahl und geh dann danach und nimm den her, um deine Seite schnell zu machen. Weil es ist nicht zwingend egal, aber es ist dann nicht mehr so wichtig, was andere Tools ausgeben, wenn die sich im gleichen Maße verbessern. Nehmen wir jetzt mal an, du hast eine unoptimierte Seite und du kannst noch 1 Sekunde Ladezeit optimieren an der ganzen Stelle. Und Webpage-Test gibt dir an, 1 Sekunde gewonnen, top. Und Google Page Speed Insights gibt dir an, du hast gar nichts gewonnen an der Stelle. Du hast aber eine Veränderung vorgenommen und du kannst die auch sehen, weil die in dem Wasserfalldiagramm abbildbar ist. Dann würde ich mich immer nach dem richten, was auch das zeigt, was du gemacht hast. Weil das zeigt ja, dass Google Page Speed Insights in diesem Fall, in dieser theoretischen Messung, irgendwas anders macht und gar nicht mitbekommt, was du gemacht hast an Optimierung. Und die Frage mit der SEO, mit dem SEO-Impact, das ist, da bin ich wahrscheinlich nicht der Richtige, um das in der Tiefe zu beantworten. Da gibt es ganz, ganz viele Case Studies drüber, welcher Wert ist relevant. Es gibt viele, die darauf hindeuten, dass eher die Time to First Byte wichtig ist und gar nicht so sehr die zweiten, also der Start Render oder der Complete, Page Complete Wert, wie heißt der? Gut, dass ich das alles auswendig kann. Document Complete Wert. das weist eher darauf hin, aber sagen wir es mal so, wenn eine Seite fürchterlich lange braucht, um zu laden, dann hat die noch ganz andere Probleme. Dann wird sie unter Umständen in Timeouts laufen und das ist natürlich auch nicht gut fürs Ranking. Also mein Tipp an der Stelle ist, wenn du die Optimierung startest
mache eine Momentaufnahme, dann optimiere, miss wieder und dann orientiere dich an einem primären Indikator, der dann dein Optimierungsindikator wird an der Stelle. Ich habe an einer Stelle noch eine Frage und dann vielleicht nochmal eine Ergänzung zu dem SEO-Thema, weil wir haben nämlich basierend auf dem Projekt und Tests gefahren, um Korrelationen oder das, was wir alle denken zu wissen oder wissen, dass eben Ladezeiten Ranking-Kriterium ist, um das auch mal messbar zu machen. Aber vielleicht zu Anfang erstmal meine Frage. Wir haben ja jetzt viele Werte gesehen für das Projekt. Jawohl. Unterschiedlich jetzt, ob Time to First Byte oder Start Render oder Document Complete. Hast du eine Ahnung, inwieweit die korrelieren oder beziehungsweise wie ich dann die Website-Geschwindigkeit in Analytics dazu in Verbindung setze? Weil wir können uns, wenn wir uns das Projekt jetzt anschauen, ich habe jetzt gerade mal reingeguckt, Analytics weist mir eine Website-Geschwindigkeit von 2,4 Sekunden aus. Die finde ich aber natürlich nirgendwo in den Werten. Gute Frage, habe ich ehrlich gesagt auch keine Antwort drauf. Ich weiß nicht, welche Ladezeit Google Analytics hier nimmt an der Stelle. Ich vermute ehrlicherweise, dass es irgendeine Browser-Reported Load Time sein wird. Das könnte ich mir jetzt vorstellen, weil Google Analytics ja prinzipiell immer sehr schön auf Fallebene arbeitet, was die einzelnen Aufrufe angeht. Tatsächlich, also diese 2,4, das ist jetzt genau der Fall, man hat auseinanderfallende Messergebnisse, also wird es ein unterschiedlicher Messmechanismus sein. Und das kann halt eben bedeuten, dass eine ganz andere Quelle herangezogen wird, zum Beispiel eben diese Browser-Reported Load Time. Wir können noch einmal ganz kurz schauen, schnell. Meistens findet man solche Sachen dann gerne auch mal im gecachten Aufruf, also in diesem hier, der jetzt aber auch natürlich massiv von diesen 2 Sekunden abweicht. Auch in dem Fall würde ich sagen, wenn ihr in Analytics schaut und ihr messt da die Ladezeit, orientiert euch einfach an dem Wert. Wenn der besser wird, dann muss auch irgendwie die Seite besser geworden sein. Ja. Also sicherlich eher in die Richtung kommen. Und das ist immer so ein bisschen, glaube ich, das Problem bei Google Analytics und auch bei den PageSpeed Insights von Google, dass du einfach gar nicht die Möglichkeit hast, den Standard auszuwerten. Und ich würde jetzt mal einfach vermuten, dass die Dinge dann von Amerika abgefragt werden, eher ja, oder irgendwo anders aus Europa. Und damit sind natürlich alleine die Ladezeiten zu diesen Quotenpunkten höher. Und das sind häufig schon die Abweichungen, die wir da gar nicht mehr beeinflussen können, weil wir leider bei Google nicht anwählen können. Misst das Ganze mal, als wenn ich in Deutschland wäre. Ja. Sehr guter Hinweis kam gerade von einer anderen Person im Publikum noch, dass ja vor allen Dingen bei Programmen wie Analytics oder in dem Fall auch Google PageSpeed Insights nicht erkennbar ist, was die Messparameter sind, insbesondere der Serverstandort. Das heißt, wenn der in Übersee liegt oder auf einem anderen Rechenzentrum auch in Europa, dann können die Werte natürlich variieren. Plus noch ein Kommentar von mir. Ich gehe auch davon aus, ehrlich gesagt, dass die wechseln an der Stelle. Also die sind auch nicht immer konsistent gleich, sondern die werden in irgendeiner Form zwischen bestimmten festen Punkten hin und her springen, diese Messpunkte. Aber auch das ist, da muss man sich jetzt überlegen, ist es mir wert, das unter Umständen mal zu recherchieren und rauszufinden? Oder sage ich mir einfach, okay, gut, ich habe halt diese unterschiedlichen Messwerte und mit denen arbeite ich dann unter Umständen auch mit unterschiedlichen Fragestellungen. Das zum Beispiel für die Optimierung und die Google Analytics-Werte eher für einen groben Überblick darüber, wie die Masse an Leuten die Seite wahrnimmt. Ja, vielleicht nochmal als Ergänzung, was ich gerade sagte. Also wir haben für das Projekt mehrere Tests gefahren, applikationsseitiges Caching aktiv, inaktiv, CDN aktiv, inaktiv, das an, ich glaube, 3 oder 4 unterschiedlichen Zeitpunkten getestet und haben da tatsächlich jetzt nachweislich die Korrelation quasi dargestellt, dass eine Halbierung der Ladezeit im gleichen Zeitraum zu einer Verdopplung des Traffics, gerade eben im Bereich AMP und Google Newsboxes, das ist ein Newsportal, also tatsächlich direkte Korrelation, Halbierung Ladezeit, Verdopplung Traffic im Messzeitraum. Also macht schon Sinn. Sehr cool. Ja, das sind auch wirklich interessante Use Cases. Habt ihr da zufällig eine Case Study zugeschrieben und irgendwie dokumentiert in irgendeiner Form? Ja, habe ich schon länger vor, aber. Also ich kann das immer empfehlen an der Stelle, weil. Kommt bestimmt. Das ist natürlich immer super interessant, das dann auch zu sehen, weil gerade auch wenn es um den Traffic geht, sind es ja auch lange Zeiträume, die man betrachten muss. Und wenn man dann als Webseitenbesitzer selbst vor der Aufgabe steht und man weiß, jetzt muss ich erstmal ansetzen, dann muss ich erstmal warten, bis ich die Daten habe. Und es ist dann immer schön zu sehen, wenn man schon eine Case Study hat, dass man so ungefähr ein Gefühl dafür bekommt, was kann ich erwarten an Verbesserung oder wie wird es sich ungefähr auswirken.
Ich sehr bin gut. jetzt motiviert, vielleicht schreibe ich es in den nächsten Tagen. Sehr gut. Perfekt. Wäre auch eine Option, dass du es einfach morgen vorstellst. Ja, mach. Ansonsten kann ich vielleicht noch ein bisschen typische Schmerzpunkte mit der ganzen Kiste vielleicht noch einmal ganz kurz referieren für die letzten 10 Minuten, die wir noch haben oder wann auch immer mich rausschmeißt. Ihr habt es ja jetzt auch schon gesehen, es ist relativ viel Input in relativ kurzer Zeit. Das heißt, mein Tipp wirklich, um sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, wirklich auch mal ransetzen, ein paar Tests laufen lassen, auch mal gucken, wie sich die verändern und vor allen Dingen auch in die Dokumentation von der Webpage-Tests reingucken. Die ist nämlich super, die erklärt auch alle Werte, die erklärt auch ganz, sagen wir mal, ungewöhnlich generierte Werte, wie zum Beispiel diesen, wie heißt der, Performance-Index. Schauen wir mal ganz kurz einen Blick. Ja, perfekt, genau das habe ich gesucht. Hier seht ihr wirklich einmal ganz kurz definiert, was heißen eigentlich diese ganzen Messwerte, die man sieht. Also mein Webpage-Test ist gut dokumentiert und man kriegt es auch hin, ohne Vorwissen sich da in relativ kurzer Zeit einzuarbeiten. Und wenn man es dann kann, dann hat man das ganz schnell durchgeballert, so einen Test, und hat vor allen Dingen auch aufgrund der Wasserfalldiagramme hat man dann teilweise sogar die Möglichkeit, ich gucke einmal kurz drauf und ich sehe schon, wo das Problem liegt. Das ist halt ziemlich cool, weil ihr auch eben solche Sachen erkennt, wie ist die Seite zum Beispiel überhaupt über HTTP2 ausgeliefert oder nicht. Das erkennt man sofort auf einen Blick, wenn man weiß, worauf man achten muss. In dem konkreten Fall sieht man das daran, dass die ganzen Bilder hier parallel ausgeliefert werden. Wenn da noch HTTP1 dahinter stecken würde, wäre das hintereinander. Das heißt, das würde erst das eine gerendert, dann das andere gerendert. Das würde zwar nicht zu Ende gerendert, aber dann sähe man so eine Stufendarstellung und nicht eben diesen harten Cut. Ja. Warte noch kurz auf das Mikro. Sehr gut. Ja, es ist. One, two. Perfekt. Was ich noch ganz cool finde bei Webpage-Tests ist, und das gibt es auch nur da, sind diese Videos. Guter Punkt, die kann man uns auch mal ganz kurz anschauen. Kann man nämlich auch mal schön seinem Kunden zeigen, wenn man sagt, hier, guck mal, wie lange deine Seite lädt, wenn einer nur 3G hat oder so. Ja. Finde ich mal sehr schick. Und die kann man sich, glaube ich, sogar als GIF ausgeben lassen und dann speichern. Richtig, das kann man, ihr habt das gesehen, gerade in dem Waterfall-View ganz rechts in der Spalte findet man das. Und da hat man eben die Möglichkeit, sich anzugucken, zu welchem Frame, zu welcher Sekunde sieht die Seite wie aus. Und das ist auch eine super Visualisierungshilfe. Allerdings, mittlerweile kann er das auch schon. Früher ging das nur über die US-Server, zumindest der Filmstrip-View. Der ist anscheinend jetzt auch schon über Frankfurt zustande gekommen, umso besser. Das heißt, wir gucken nochmal ganz kurz, wie es bei dem Video aussieht. Okay, das muss einmal ganz kurz rendern. Super, dass das mittlerweile auch über den eigentlichen Testserver geht. Früher ging das leider nur über die US-Server, aber dann ist das wirklich ein sehr, sehr gutes Tool, um dem Kunden zu zeigen, pass mal auf, so sah das vorher aus und so sieht es vor allen Dingen jetzt aus. Sehr, sehr schön. Prinzipiell dazu ist aber auch interessant, Webpage-Test hat immer die Möglichkeit, komparative Tests zu machen. Wenn man eingeloggt ist als Google-Nutzer, speichert er die Testergebnisse und ich kann dann die Ergebnisse von vor einer Woche mit denen von heute, mit denen von in einer Woche vergleichen und kann dann zeigen, so hat sich das verändert. Können wir einmal das Video starten und so sieht das dann aus. Und da seht ihr auch jetzt, die Seite ist schon längst da, aber das Ding rattert weiter, weil hier halt immer noch im Below-the-Fold-Bereich Sachen gerendert werden und erst jetzt ist er tatsächlich durch. Auch das hilft nochmal deutlich beim Verständnis, was passiert eigentlich. Ja. Ich habe nochmal eine Frage, wie generell verhalten sich Webpage-Test und Page-Speed generell mit Below-the-Fold-Content quasi generell, wenn Bilder zum Beispiel per Ajax nachgeladen werden. Wenn man das jetzt mal ganz konsequent sieht, es sind 25 Bilder auf der Seite, jedes Bild braucht eine Sekunde zum Laden im Extremfall und es werden nur 2 Bilder angezeigt above-the-fold. Inwiefern beeinflusst das Page Speed Insight? Inwiefern stellt das Webpage Test? Ich habe es immer noch nicht. Ja. Inwiefern stellt das Tool das quasi dar? Weil das ist ja dann quasi etwas, was der Nutzer also nicht direkt wahrnimmt, was aber trotzdem eine gehörige Ladezeit ist, die im Hintergrund halt passiert.
Exakt. Tatsächlich ist genau dieser Fall super, um das genau einmal darzustellen. Es wird zwar jetzt nicht über Ajax nachgeladen, sondern es ist einfach eine gute Above-the-Fold-Optimierung in dem Fall. Aber, kurz einen Blick. So. Das wäre dann genau dieser Effekt, dass die eigentliche, die Startwerte, also die Time to First Byte und das Start Render sind extrem kurz. Und dann hat man eine große Verzögerung, bis man zu dem Document Complete ist es. Ich krieg's vielleicht heute noch hin. Bis zum Document Complete Wert bekommt. Das ist meistens so der Indikator dafür, dass dann noch irgendwas below the fold geladen wird. Und man hat es ja auch gerade, ich gehe nochmal kurz zurück, im Video hat man es ja auch schon gesehen, was der Effekt davon ist. Wenn das nochmal kurz lädt. Und dafür ist halt dann eben auch das Video und diese komparative Geschichte super geeignet. Wir starten das Ding. Und im Prinzip nach 2,3 Sekunden war die Seite da und alles, was jetzt passiert, ist below the fold. Und so gibt sich das dann wieder. Schlechte Ladezeit auf dem Papier, aber in Realität eine sehr gute Performance, weil halt above the fold optimiert. Und bei Google Pages mit Insights muss ich leider passen. Ich habe keine Ahnung, wie sich das auswirkt, aber jetzt gucken wir noch mal ganz kurz. Ich habe es gesehen, die Hand. Gucken wir noch einmal ganz kurz da rein. Man sieht ja, dass die Punktewertungen hier, also wenn man nur danach geht, grauenhaft sind. Und es wird auf jeden Fall sich in irgendeiner Form in dieser Punktewertung darstellen. Und ich glaube, jetzt kriegen wir dazu noch Input. Ja, ich wollte ganz gerne wissen, Erfahrungswerte jetzt, gerade bei Seiten, die ihr betreut oder unterstützt. Wo würdet ihr da sagen, aus euren Erfahrungswerten, ist es dort eher ein architektonisches, also wirklich von Architekturen-Thema, was im Prinzip aufbereitet werden muss? Oder kann ich da, was Entwickler am liebsten immer machen, Performance draufschmeißen, ja, und dann läuft es performanter? Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, aber vielleicht stellt sich der ein oder andere die Frage, schön zu wissen, wie es aussieht, aber natürlich auch, wo kann ich am ehesten den Hebel ansetzen, um das natürlich zu optimieren? Richtig, ist auch eine wirklich wunderbare Frage, weil auch die kommt natürlich von jedem Kunden, dem man das erzählt, weil man gibt ihm ja nur ein Werkzeug an die Hand, um ein Problem zu erkennen, nicht um es zu lösen. Es ist ganz gemischt. Manche Leute haben, ich nenne es mal, einen großen Performance-Schnitzer noch auf der Seite, dass sie zum Beispiel SSL nicht anhaben und dann kein HTTP2 im Einsatz ist. Das ist easy. Aber bei vielen ist es dann tatsächlich so, dass die Ladereihenfolge kann halt optimiert werden und da gibt es halt kein Plugin, was das mal eben schnell macht, sondern da muss man dann tatsächlich ran und die Seite einmal auseinandernehmen. Der Tobi kann aber dazu noch ein bisschen mehr Input geben, der hat auch gerade das Mikro. Ja, genau. Ich bin Sysadmin bei Raidboxes und muss mich damit auseinandersetzen. Da gibt es wirklich tatsächlich kein goldenes Mittel. Also grundsätzlich, wenn ich Tipps geben kann, ist der erste Tipp, den ich geben kann, verzichtet so gut es geht auf Plugins. Also nehmt nur die Plugins, die ihr wirklich benötigt. Wir haben oft halt Kunden, die haben 80 Plugins aktiv. Oder das ist halt noch, das ist, also wir hatten auch schon welche mit 100 aktiven. Und dann kommen sie dann an, rufen dann am Freitagabend an, ja, wir sind heute Abend bei Galileo, hier Fernsehen und was müssen wir denn jetzt machen damit heute Abend, das klappt alle. Und dann stehst du da und ich bin der System und muss dann Hardware hinterher schmeißen, gibt dem ganzen Kiste dann 64 Kerne, 128 GB RAM, eine 10 Gigabit Leitung ans Internet und trotzdem 20 Requests pro Sekunde und der Server ist down. Also das ist halt, ich rate immer dazu, generell halt auch beim Entwickeln halt und beim Einsetzen von Plugins, sucht euch erstmal eine gute Baseline an Plugins, habt die schon mal gut durchgetestet und vor allen Dingen jedes Plugin, was hinzugefügt wird, danach testen. Also wir haben auch schon echt Fälle gehabt, da hatte der Kunde 60 Plugins gehabt und dann war es im Endeffekt nur ein Plugin, was nur dafür verantwortlich war, im Frontend sich dann mit Facebook, da mit den Likes da irgendwie zu verbinden, ne, damit man das dann alles schon eingebunden hat und plötzlich lief die Seite. Ja, also gerade auch so Plugins, die jetzt mit externen Diensten zusammenarbeiten, die sind natürlich dann auch abhängig davon, wie schnell sind die externen Dienste und nicht nur, wie schnell ist der eigene Server. Und das kann ich so als Regel mitgeben. Also ein nacktes WordPress ist wirklich flott, muss man wirklich sagen. Aber mit den Plugins wird das Ganze nämlich dann problematisch. Und dann kommen natürlich nur so Sachen wie zum Beispiel, es gibt ja auch Plugins, die dann halt JavaScript optimieren und so weiter. Das wird dann teilweise dadurch schneller, teilweise wird es aber auch schlimmer. Und deswegen sage ich immer nur messen, 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 messen. Ja. Und während das Mikrofon übergeben wird, habe ich noch kurz das Additum dazu. Da ist es auch tatsächlich Überzeugungsarbeit, zum einen, wenn wir solche Leute im Support haben, aber auch natürlich Überwindungsarbeit für euch selbst, wenn ihr da mal ran wollt. Keine Angst davor, auch mal alle Plugins auszuschalten und dann nach und nach jedes einzelne wieder anzumachen und mal zu gucken, was passiert. Ich weiß, das ist Frickelarbeit und das ist auch
langwierig, aber es kann sich lohnen, wenn man dann auf so eine Superbremse stößt, hat man auf einmal eine ganz andere Seite. Da kann man das zum Beispiel auch mit Skripten automatisieren. Ja, es kam gerade noch der Hinweis aus dem Publikum, dass sich über WPCLI solche Geschichten auch automatisieren lassen, also das An- und Ausschalten von Plugins in dem Fall. Ja, ja, ich möchte noch, auch noch mal kurz aus meiner Erfahrung berichten. Ich bin ja im Bereich Suchmaschinenoptimierung tätig und wenn ich mit Kunden zusammenarbeite, die wollen halt ihre Webseiten also nicht groß coden, sondern eben mit WordPress arbeiten und Plugins benutzen. Und da habe ich mittlerweile selbst so ein Standardpaket. Ich will gleich vorwegnehmen, selbst bin ich schon bei Gutenberg gelandet. Bei Gutenberg liefert mir alles, ohne dass ich viel groß machen muss. Und beim PageSpeed Insight habe ich auch Werte über 90, sowohl in der Desktop-Version als auch in der Mobile-Version. Das ist eben auch ganz wichtig. Mobile First Index ist in der Suchmaschinenoptimierung super wichtig. Dann Fast is the only Speed. Also wir brauchen gar nicht drüber diskutieren, dass Ladegeschwindigkeit kein SEO-Kriterium ist. So, zu der, wenn man jetzt hier so eine Liste kriegt von Google, was kann ich machen für die Beschleunigung der Ladezeit der Webseite, also Caching-Plugins einschalten, GZIP einschalten, Bilder komprimieren, Bilder gleich ausliefern in dem Format, wie es ausgespielt wird, also so auch gleich hochladen und ja, CSS und JavaScript-Dateien zusammenpacken, das kann man alles mit Plugins machen. Ich kriege einen Cut. Genau, wir müssen jetzt aufhören. Auch das war nochmal sehr, sehr guter Hinweis, also die Standardoptimierungsmaßnahmen sollten auf jeden Fall durchgearbeitet werden, ansonsten sähe das Ergebnis hier auch deutlich anders aus. Das war's mit der Zeit. Danke euch und